Also die Leute, die mich aktiv verfolgen, die wissen, wie ich mein Leben lebe. Ich würde sagen, dass ich nicht unbedingt freiwillig in diese Situation hineingerutscht bin, so zu leben, dass ich einfach permanent demotiviert bin, fast meiner Meinung nach schon krankhaft demotiviert bin. Ich kann mich zu nichts aufraffen. Ich brauche teilweise 3 Tage, um einkaufen zu gehen. Woher rührt das? Ich habe mit YouTube die Möglichkeiten, die ich sonst niemals gehabt hätte. So, ich habe die Möglichkeit, damit so raus aus diesem Standardleben zu kommen. Und ich nutze diese einzige Möglichkeit nicht, die ich in meinem Leben haben werde. Warum nutze ich sie nicht? Lieber Tanzverbot. Oder wie ich heute eigentlich lieber sagen würde, Kilian. Ich folge dir ja schon eine ganze Weile, wie wahrscheinlich jeder in Deutschland. Und obwohl du mir jetzt nie richtig unsympathisch warst, gab es trotzdem bisher keinen Grund, irgendwie mal über dich ein Video zu machen, für mich persönlich. Nachdem ich aber in den letzten Tagen deinen Hilferuf mitbekommen habe, muss ich einfach mal was loswerden. Ich sag vorab, dass ich nicht genügend Zeit hatte, die Kommentare unter diesem Hilferuf mir anzuschauen, und das Video ist ja auch schon 3, 4 Tage her. Deshalb kann ich nur vermuten, dass es eventuell schon ein paar gute Ansätze gab, dir zu helfen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass viele davon einfach nur vermuten, den Ernst der Lage vielleicht gar nicht erkennen oder einfach nur 0815 Ratschläge geben wie: Such dir Hobbys, mach was mit Freunden, geh einfach mal raus. Sodass ich dir kurz und knackig und vor allem direkt und offen sagen möchte, wo zu 99% dein Problem liegt. Depression und Antriebslosigkeit kann eigentlich jeden erwischen. Wobei es bei dem einen eher dazu kommen kann als bei dem anderen und das auch wieder in verschiedenen Intensitäten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass heutzutage jeder Zweite was mit Depression anfangen kann oder zumindest jemanden kennt. Und tatsächlich habe auch ich seit einigen Jahren manchmal echt beschissene Phasen, die deiner Phase, glaube ich, ziemlich ähnlich sind. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass du bereit bist zu reflektieren, dass du fähig bist zu reflektieren und somit auch gewillt bist, irgendwas zu unternehmen. Das klingt extrem klischeehaft, aber in den meisten Fällen hilft es einfach auch nur darüber zu reden. Denn sind wir mal ehrlich, Therapeuten machen im Prinzip nichts anderes. Sei es auch nur mit deinen Abonnenten, denn ich bin mir extrem sicher, dass da einige dabei sind, die sich damit identifizieren können und vor allem mit dir identifizieren können. Und bei deiner Reichweite kann dieser enorme Rückhalt und Austausch mit den Leuten genau den Unterschied machen, den du brauchst. Auch wenn dich das jetzt wahrscheinlich null interessiert, aber wenn ich von mir ausgehe, kann ich natürlich nicht von Reichweite sprechen, weil ich keine habe bei den paar hundert Klicks, die ich mache. Aber was hilft jemandem wie mir, dann wieder nach oben zu kommen? Es sind manchmal auch einfach schon die kleinsten Erfolge. Sieh es mal so: In deinem Fall hast du eine riesen Community. Du bist einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland. Und selbst andere YouTuber feiern dich zu Tode. Und auch das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Wenn selbst das nicht hilft, besinne dich immer darauf, wie schlecht es auch anderen Menschen geht. Auch wenn das wieder so ein Klischeespruch ist, den man wahrscheinlich schon 100 Mal von seinen Eltern gehört hat. Aber es ist verdammt nochmal wahr, Alter. Schätze dein Leben, schätze deinen Erfolg, schätze vor allem dich. Du bist ein mega witziger Typ, bist unglaublich unterhaltsam und, nun gut, gut aussehend kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das würdest du auch selber zugeben. Also kein Hate bitte an der Stelle, ich wollte ja nur ehrlich sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin jetzt auch nicht das krasseste Topmodel. Doch was ich eigentlich sagen wollte: Scheiße passiert bei jedem von uns. Bei jedem von uns stellt sich mal raus, dass Freunde eigentlich keine Freunde sind. Dass man das Mädchen, was man eigentlich schon immer kennenlernen wollte, nie kennenlernen wird. Dass man vielleicht mal seinen Job verliert. Dass man krank wird. Oder dass man vielleicht jemanden verliert. Oder man eben einfach nur mal durchhängt. An der Stelle hast du genau zwei Optionen. Entweder du gibst einfach auf, oder aber du bist verdammt nochmal ein Mann, nimmst deine Eier in die Hand und machst weiter mit deinem Leben. Dicker, gönn dir doch einfach, worauf du gerade Bock hast. Mach das, was dich glücklich macht. Und ich bin mir sicher, du weißt, was dich glücklich macht, Mann. Aber behalte immer im Hinterkopf, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, dass es immer Gründe gibt, zurückzukommen. Und was diese Gründe wirklich sind. Finde dein Warum. You gotta have a why. You gotta have a reason for why you do what you do. Aber genau darum geht's. Dass man sich immer und immer wieder die Frage stellt, auch wenn es meinetwegen täglich ist, warum man aufsteht. Warum? Und da, mein lieber Kilian, denkst du an all die Leute, die auf dich zählen. Denk an genau die Abonnenten, die dich als ihr Tageshighlight sehen. Denk genau an die und welche vielleicht gerade durch dich eine Scheißzeit ihres Lebens überwunden haben. Oder vielleicht sogar selbst eine Depression. Willst du wirklich die, die immer für dich da sind, im Stich lassen? Jeder macht Fehler, wir sind alle Menschen, aber ich glaube, diesen Fehler würdest du dir nie verzeihen. Und mach meinetwegen einen Shoutout. Leute, schickt mir einfach mal ein Video, wie ihr darüber redet, was ihr an mir feiert. Ich kann mir vorstellen, dass die Resonanz darauf einfach extrem ist. Und du wieder einen Grund mehr hast, deinen Kopf aus der Scheiße zu ziehen.
Der nächste Punkt ist sicherlich nichts Neues für dich und ja, wir alle finden deine Einkaufsvideos zum Schießen lustig. Aber wir alle wissen auch, dass das die letzte Scheiße ist, die du teilweise nicht reinballerst, Mann. Und du weißt es auch, du sagst es ja offen auch. Keiner hat gesagt, dass du komplett drauf verzichten musst. Aber einfach ein bisschen dosierter mit diesen Suchtzuckerbomben umzugehen, wäre auf jeden Fall schon ein Anfang. Es ist kein Geheimnis, dass deine Gesundheit und vor allem Stimmung extrem abhängig davon sind. Klar wäre Sport und Bewegung in diesem Zusammenhang absolut ideal, aber ich bin der Überzeugung, dass man klein anfangen muss, zumal Ernährung wahrscheinlich sowieso 80-90% des Ganzen ausmacht. Deswegen sollte eine der obersten Prioritäten echt deine Ernährung sein. Und falls du diesbezüglich Hilfe brauchst, der bärtigste YouTuber und gleichzeitig, wie soll es auch anders sein, Personal Trainer kann dir gerne helfen. Und dazu muss man keine super strengen und strikten, langweiligen Pläne durchziehen. Schlaf genug, aber nicht zu viel. Und hau dir bitte bei deinem extrem jungen Alter keine Medikamente rein. Lass die Finger einfach davon. Sowas ist die allerletzte Lösung wirklich. Und der letzte Punkt ist dein Umfeld und deine Gewohnheiten. Klar ist lediglich daheimhocken nicht wirklich optimal für dich, aber als noch schlimmer erachte ich es einfach, wenn du dich an anderen misst. Ich weiß schließlich, wie das als YouTuber ist, auch wenn wir in zwei völlig unterschiedlichen Dimensionen spielen, was das angeht. Man beschäftigt sich mit der Szene und ganz ehrlich, wem würde das nicht runterziehen, was da gerade abgeht? Leute verdienen Unsummen mit absolutem Bullshit. Und neben diesen Möchtegern-Komikern und Fake-Prankern gibt es da noch ganz andere Kaliber, wie zum Beispiel Julian oder Dena. Ich will nicht mehr so weiterleben, ich will motiviert sein, ich habe so übertrieben krassen Respekt vor Dena. Felix von der Laden. Er ist jeden Tag, steht ja früh auf und macht sein Video. Businessmensch, der macht richtig was aus seinem YouTube-Channel. Mit einer entsprechend filmreifen Qualität. Und genau hier ist der Knackpunkt. Nimm dir kein schlechtes Beispiel. Lass dich niemals von anderen beeinflussen. Nur weil andere mit ihrem Dreck weiterkommen oder wie in den letzten beiden Fällen extrem viel erreichen und das bei einer extrem hohen Qualität. Wozu eben nicht jeder geboren ist, was ja völlig okay ist. Auch mir fällt es extrem schwer, immer real zu bleiben. Aber genau dann denke ich jedes Mal an einen Spruch, der so vieles in meinem Leben verändert hat. Statt dich auf andere zu konzentrieren, konzentriere dich lieber auf dich selbst. Denn die Zeit, die du dafür aufbringst, den Fokus zu verlieren, nutzt der andere wieder, um noch erfolgreicher zu werden. Abschließend bringt das alles, was ich dir jetzt gesagt habe, natürlich nichts, wenn du es nicht selbst willst. Und ich sage es wieder, es ist keine Schande, Hilfe dazu zu ziehen, wenn man sie braucht. Wir sind nun mal einfach nicht dazu geboren, unser ganzes Leben allein zu bestreiten. Auch eine Legende wie Tanzverbot nicht. Gute Besserung, Großer, und wenn du mich brauchst, du weißt, wo du mich findest.